gut, ich glaube, das war gerade an dem Spiel ja sehr offensichtlich, dass wir überhaupt keinen Zugriff bekommen haben, dass wir viel zu weit weg waren, dass wir ja, den Gegner quasi spielen lassen haben, wie sie wollten, da auch gerade im Zentrum. Dann ist natürlich auch schwierig, in die Zweikämpfe zu kommen. Und das ist, glaube ich, das große Augenmerk diese Woche, dass wir versuchen, gerade im taktischen Bereich zu arbeiten, dass wir enger stehen und dann natürlich das A und O im Fußball ist immer noch die Zweikämpfe zu gewinnen und dass wir da ja, auch erstmal richtig reinkommen und ja, die Duelle dann auch gewinnen. Wir müssen einfach unsere Spielweise jetzt ändern. Es ist der Situation geschuldet, es ist dem Selbstbewusstsein geschuldet. Und wir können jetzt nicht hier frei aufspielen und die Fans sollten auch nicht von uns verlangen, dass wir jetzt super, super offensiven Fußball spielen, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir sicher stehen. Und wie gesagt, vorne haben wir immer die Qualität, ein Tor zu schießen. Das wissen wir. Wir haben Harris, wir haben, egal wer, Lüg, Aigues, Alex, sind ja alle Spieler, die für Torgefahr sorgen. Aber wir müssen im Verbund einfach defensiv gut stehen. Und deshalb, es sollte jetzt nicht irgendwie versucht werden, schön Fußball zu spielen, sondern wir müssen erfolgreich sein. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, dann auch den Fans erstmal jetzt in der Situation egal, wie wir die Punkte zustande bekommen. Hauptsache, wir fahren sie jetzt ein. Ja, vor dem Gladbach-Spiel war die Statistik auch super, dass wir jedes Abendspiel gewonnen haben und gegen Gladbach immer gut ausgesehen haben. Also ja, das hat eigentlich nie großen Ausschlagkraft. Wichtig ist ja ganz klar, dass wir jetzt gerade nach den zwei richtig schlechten Spielen von uns, müssen wir ganz klar sagen, dass wir ja gerade im Kämpferischen, im Zweikampfverhalten uns da verbessern und dann ja auf jeden Fall einen großen Kampf anbieten. Es ist jetzt auch egal, wie wir Fußball spielen, ob wir jetzt einen traumhaften Fußball spielen, aber wir müssen uns auf jeden Fall alle reinwerfen und ja, dass wir auch ein paar mehr Punkte auf dem Konto haben.